hört, ist, dass die Deutschen Angst vorm Scheitern haben. Das stimmt. Aber die Angst ist gar nicht so viel größer als in vielen, vielen anderen Ländern. Dass das Problem ist vielmehr, dass man sich nicht fähig sieht. Also, dass sie im ersten Schritt überhaupt nicht bereit sind, anzufangen, egal ob sie dann scheitern oder nicht. Und dass sie nicht Chancen wahrnehmen. Dass man also die Welt nicht unbedingt als eine Welt von Chancen sieht, sondern als eine Welt von Problemen, die schwierig sind. Das führt eben genau zu dem, was man erwartet, dass weniger Leute gründen aus Chancen heraus, sondern die Gründung, die wir sehen, und wir haben gar keine so schlechten Gründungszahlen in Deutschland, aber die Gründungen, die wir sehen, sind unverhältnismäßig, das ist eine schlechte Übersetzung ins Deutsche, aus der Not heraus. Dass sie also gründen, weil sie mehr oder weniger gründen müssen, nicht weil sie gründen mit einer großen Wachstumsambition. Ist eine fantastische Idee, klingt wahnsinnig toll, wird nur nie funktionieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass das so schwierig und so komplex ist, dass sie gar nicht wissen, was das ist. Silicon Valley, wenn Sie jetzt überlegen, da kommen so viele Dinge zusammen. Das hat was mit der geografischen Struktur zu tun, aber viel, viel mehr, dass das alles historisch gewachsen ist. Dass da irgendwann vor 100, 50, 10, 5 Jahren Dinge passiert sind, die alle wichtig sind, dass die Struktur, die heute da sind, so existiert. Da geht es nicht nur um Kapital, da geht es nicht nur um Scheiternsbereitschaft oder sowas. Da geht es um ganz banale Dinge wie, wer hat wann welches Büro neben wem aufgemacht und dann zufällig miteinander geredet, dass das und das passiert ist. Klassisch im Maschinenbau, klassisch möglicherweise natürlich auch im Automobilsektor, aber an dem Automobilsektor hängt natürlich eine riesige Maschinenbauzulieferkette und noch eine ganze Reihe in anderen Bereichen, die wir klassisch so als Business-to-Business zusammenfassen Themen. Aber viele, viele große, erfolgreiche Gründungen sind tatsächlich in dem Bereich. Wenn Sie gucken, zum Beispiel eine TeamViewer hatte vor kurzem einen Exit mit fast 1 Milliarde Euro. Und die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, also wenn sie die Firma kennen natürlich, dass das eine deutsche Firma ist, die aus der Fernwartung kommt. Und wenn Sie jetzt sagen, Digitalisierung, Maschinenbau, dann ist das was, was sofort ganz natürlich kommentiert wird, dass Sie sagen, natürlich können Sie jetzt mal nach, was auch immer, China, Brasilien oder sonst was, müssen Sie Ihren Techniker nicht teuer hinschicken, sondern Sie machen da eben eine Softwarelösung. Und Sie würden wahrscheinlich ganz, ganz viele Bereiche oder Themen finden, genau in diesem, wie kann der Maschinenbau von Digitalisierung profitieren oder natürlich auch andere Sektoren. Da haben Sie sofort die Schnittstelle zur Industrie 4.0.